Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der Dynamo Dresden Karriere hier auf meinem Channel, natürlich in FIFA 23, man versteht sich. In der letzten Episode haben wir die Sommertransferphase für unsere erste Saison in der ersten Bundesliga abgeschlossen, haben dadurch nochmal am Deadline Day einen wichtigen Transfer getätigt und zwar mit Noah Mbamba, weil eine Freigabesumme von unserem Top-Innenverteidiger Kevin Ehlers gezogen wurde, was ich einfach nicht ablehnen konnte. Heute beginnen wir also nun den richtigen Start in die Bundesliga. Wir haben aus den ersten drei Spielen zwei gewinnen können, eins haben wir leider verloren gegen die Hertha und heute stehen auch weitere Spieler an in der Bundesliga und gegen wen diese sind, das klärt sich jetzt. Ich habe ja gesagt, dass ich heute zwei Spiele spielen werde und die werden auf jeden Fall gegen den SV Werder Bremen sein und dann noch gleich das zweite Spiel heute gegen Bayer 04 Leverkusen. Der Rest wird hier alles heute komplett schnell simuliert. Wir nehmen hier anderthalb Monate mit. Dann mal gucken, ob hier noch was in den Spielen gegen Dänemark und gegen Belgien passiert. Ich werde dann nur die Höhepunkte spielen. Und dann können wir auch gleich auf die nächste Folge blicken. Da werde ich wieder anderthalb Monate mitnehmen. Ich habe gesehen, das wird ein richtig krasser Monat. Also, wir werden auf jeden Fall starten mit dem VfB Stuttgart in der Abstimmung. Dann kommt unser erstes DFB-Pokalspiel diese Saison und zwar gegen den SV Werder Bremen. So Leute, und jetzt schaut euch mal den zweiten Monat an. Wir haben die TSG Hoffenheim und dann noch RB Leipzig, Bayern München und Borussia Dortmund. Alle drei hintereinander, heim, auswärts, heim. Ich werde davon auch wieder zwei Spiele spielen, deswegen gerne unten in der Videobeschreibung den Link abchecken und abstimmen für den Verein, gegen den ich in der nächsten Episode spielen soll. Viel mehr gibt es eigentlich nicht drumherum zu erzählen. Gleich müssten wir nochmal einen Scouting-Bericht kriegen, aber vorher folgen die internationalen Testspiele. Vielleicht seht ihr gleich was, vielleicht aber auch nicht. So Leute, also Nationalmannschaftsdebüt und das also gegen Dänemark. Skandinavisches Duell. Ich hab's komplett neu gestartet. Leute, ich wollte doch nur die Höhepunkte spielen. Ja, perfekt. Dann einmal zum Ergebnis springen. Und wir gewinnen 1-0 Haaland. So, also gegen Belgien jetzt das nächste Spiel. Wie soll ich da hinterherkommen? Openda ist durch und der wird wahrscheinlich auch scoren. So sieht's aus. Danke, FIFA. Gelegenheit zur Flanke. Wie soll ich denn das Tor verhindern? Der wird den jetzt einfach zu ihm spielen. Also, ey, FIFA, ja, super. Und dann kriegen sie noch einen Elfmeter in der 89. Minute. Den halte ich. Okay. Alter, hat der den reingeknallt. Selbst wenn ich in die Ecke gesprungen wäre, hätte ich den nicht gehabt. Ja, und so geht ein Testspiel einfach mal 3-0 aus für Belgien. Aber soll mich nicht stören, es waren erstens nur Testspiele und zweitens konzentriere ich mich voll auf Dynamo Dresden. Wir haben da auch wieder die tolle News. Natürlich, Openda trifft beim 3-0-Sieg von Belgien gegen Dresden. Starke Berichterstattung vom Medium. Ich denke mal, das ist die Zeitung mit den vier Buchstaben gewesen. Mainz konnte bisher nur einen Punkt holen in diesen drei Spielen. Mal gucken, wie das ausgeht in der MEWA Arena. Wir holen einen Unentschieden und unser Ziel ist es erstmal wichtig, Punkte zu sammeln. Und wir haben schon 7 Stück. Nach 4 Spielen König mit dem Ausgleich. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach finden wir noch ein Talent. Kane. Ja, super. 1,2 Millionen, 15 Jahre alt. Nehmen wir mit aus der Elfenbeinküste. Ist tatsächlich ein Innenverteidiger, 1,89 Meter groß und ich liebe es. Warum? FIFA, was soll das? Was sind das für Talente? Ich meine, der Tempo und Physis, das ist locker irgendein Bug-Talent, weil es sind immer Innenverteidiger, obwohl das können eigentlich alle Positionen sein. Der Typ kann alles, aber alles scheiße. Ich weiß nicht, wo ich die Leute immer drauf trainieren soll. Und es gibt einen Haufen solcher Talente, die einfach verbuggt sind. Ihr kennt es ja auch, wenn ihr teilweise dann das Game oder eine neue Karriere startet, dass ihr dann dieses Super-Talent habt, der eigentlich kein Torwart ist, dann aber ein Torwart in eurer Jugendakademie ist und eine Gesamtstärke von 23 hat. Soll mich aber nicht stören, denn wir spielen als nächstes gegen Bayern 04 Leverkusen. Die haben Musiala und Wirtz und Zigankov. Was ist das für ein offensives Mittelfeld? Dazu haben sie noch Kepa sich geholt. Rafa Mir im Sturm ist das, glaube. Bitte lass es nicht ein N'Golo Kanté und Phillips von... Ist Phillips inzwischen bei Manchester City? Ist es der, der mal bei Leeds, glaube ich, war? Damit ein herzliches Willkommen zum ersten von zwei Spielen in dieser Folge, welche wir selber spielen werden. Spieltag Nummer 5. Und zwar empfangen wir die Werkself aus Leverkusen. In dieser Partie gehen wir natürlich auch alleine aufgrund der individuellen Klasse des Gegners hundertprozentig als Underdog rein. Ich will nicht wissen, was Florian Wirtz und Jamal Musiala inzwischen für Gesamtstärken haben. Die sind auf jeden Fall schon
schon am 90er Bereich dran und es ist N'Golo Kanté auf der 6er Position bei Bayern 04 Leverkusen. Wir überspringen die Aufstellung und springen direkt rein in diese Partie. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, Samardzic von Anfang an und auf der linken Verteidigung spielt heute Luka Itter und nicht Philipp Max. Ziel ist es, der Werkself so wenig Ballbesitz wie möglich zu geben. Spielen das aber wunderbar noch raus, Tanaka, und da ist die Chance. Für Samardzic bin ich der Meinung. Im Spiel gegen Schalke haben wir gesehen, dass wir uns auf jeden Fall nicht verstecken müssen. Noah Mbamba gibt heute auch sein Spielerdebüt für Dynamo Dresden in der Innenverteidigung zusammen mit Toti Gomez. Versuchen natürlich auch Duni zu winnen. Kone ins Zentrum und Taferner an den Pfosten. Dicke Möglichkeit für Dynamo Dresden. Chance ist noch nicht vorbei. Wir sehen, wie defensiv organisiert die Werkself ist. Jetzt mal auf der linken Seite was frei. König muss den direkt ins Zentrum bringen. Da ist leider niemand. Doch, das ist Kone. Da pennt die Verteidigung vor Leverkusen. Keiner weiß so richtig, wer an den Ball rangehen soll. Und da kriegt Kone die Abschlusschance. Und im Moment halten wir Leverkusen ganz gut im Schach. Wir geben ihm wenig Raum für offensive Aktionen. Falls ihr euch fragt, wer die Spieler im Leverkusen-Trikot mit diesem kleinen blauen Pfeil über dem Kopf sind. Das sind die Starspieler von Leverkusen. Auf die müssen wir besonders aufpassen, denn sobald die am Ball sind, hat die KI eine erhöhte Intelligenz. Das habe ich eingestellt, ist eine Schwierigkeit, die man einstellen kann. Weiß ich allerdings nicht, ob es das auch auf Old-Gen gibt oder ob das so ein reines New-Gen-Ding ist. Während der nächste weite Ball für König kommt. Auf der linken Seite Rita Barco noch ein bisschen verloren bisher im Duell mit Matti König. Oder haben wir ein bisschen Glück gehabt? Der Ball kommt zu Samardzic durch und da ist doch Amdouni. Amdouni, wunderbar. 1:0. Oh mein Gott, lässt der Ermo so alt aussehen. Ziki Amdounis zweites Saisontor und Samardzic, ich wollte den Ball eigentlich zu Taverna bringen. Alter, was macht Amdouni dort mit der Nummer 6? Ermo sieht ja gar nicht gut aus und wie gesagt, Ziki Amdouni, zweites Saisontor. Wir sind übrigens auch tabellarisch vor der Werkself. Wir haben nämlich 4 Punkte aus den ersten 4 Spielen geholt. Stehen aber auch sehr hoch. Und da gibt es natürlich die Räume hinter der Kette. Amdouni, oh, das war nicht gut. Jetzt hat die Werkself vielleicht mal die Chance, den Ball in Richtung Mitte zu bringen. Und da ist auch der Ausgleich. Ich bewege Kevin Boll nicht. Er muss zwar am kurzen Posten stehen, aber der geht ja gefühlt auf Florian Wirtz rauf. Ich glaube, es ist sogar der erste Schuss aufs Tor von Leverkusen. Und der ist auch direkt drin. Ausgleich für die Werkself. Hier sehen wir jetzt Riedle Barke über die rechte Seite. Florian Wirtz komplett frei. Rafa mir in der Mitte. Ohne Probleme. Boah, das Einsteigen hier gegen König. Und König bleibt erstmal liegen. Hat er sich wehgetan? Ich hoffe nicht. Gelbe Karte für Zigankov. Wir schauen uns nochmal die Situation an. Hier sehen wir es. Da kommt gleich der Kontakt. Oh nein, das Knie wurde so überstreckt. Hier sehen wir es nochmal. Das sah auf jeden Fall ziemlich brutal aus. Hier sehen wir es nochmal. Ja, okay, König gar nicht mehr da. Gelbe Karte für Zigankov. Kann man da rot geben? Weiß ich nicht. Ball ins Zentrum, Rafa bei mir mit dem Abschluss und Kevin Broll. Vom dritten Liga-Keeper zum ersten Liga-Keeper. Das hätte man sich auch wahrscheinlich weniger vorstellen können bei ihm. Itter wird hier, komplett auseinandergenommen. Oh Gott, Kevin Broll. Und dass er diesen Ball hält, ist unglaublich. Das ist Florian Wirtz, der kann einfach durchgehen. Ich versuche dem Typen sogar hinterher zu rennen, aber Noah Mbamba geht einfach nicht in den Sprint. Und da steht es also 2:1 für Bayern 04 Leverkusen. Hier noch ein Foul von Mbamba. Amdouni, Asano, in der Mitte ist Samardzic. Der Ball kommt durch zu Kone. Kone mit dem Abschluss und die nächste Möglichkeit, diesmal für Dresden. Nächste Chance für Leverkusen und das Tor diesmal von Jamal Musiala. Und das meinte ich natürlich. Das wird uns erwarten. Ich denke mal, die Ergebnisse gegen Schalke und Augsburg waren deshalb so gut, weil das wahrscheinlich die Teams sind, gegen die wir um den Abstieg spielen werden. Und es war gut, dass wir gegen die schon mal gewonnen haben. Denn vor allem diese Folge wird sehr schwierig. Nächste Folge erst recht mit Gegnern wie RB Leipzig, Bayern und natürlich Borussia Dortmund. Ball in die Mitte. Der legt den nicht nochmal quer. Das ist doch das 4:1 von Florian Wirtz. Mit 4:1 endet das erste Spiel, was wir selbst spielen heute auch. Die Werkself bezwingt uns im eigenen Stadion und nimmt uns komplett auseinander in der zweiten Halbzeit. Aber wenn wir uns den XG-Wert anschauen, dann wäre das eigentlich gar nicht so knapp gewesen. 2,8 zu 3,4, das wären theoretisch ein 3:3, kann man so sagen. Und da habe ich es auch prophezeit.
Matti König fällt aus, Kreuzbandriss, 7 Monate. Gott sei Dank haben wir auf den Flügeln ordentlich Personal. Ein Verein, den wir in dieser Saison auf jeden Fall hinter uns lassen müssen, ist der Mitaufsteiger FC St. Pauli. Und gegen die gibt es auch wieder eine Schnellsimulation. Ich gehe da mit der vollen Mannschaft rein und wir spielen nur unentschieden. Amdouni und Meiner treffen. Bremen aktuell mit 1 Punkt, Stuttgart 2 Punkte, St. Pauli 2 Punkte, Schalke 3 Punkte und Köln auch nur 3 Punkte. So Leute, zweites Spiel heute, was wir selbst spielen werden. Und wir spielen gegen den Letztplatzierten aus der aktuellen Saison. Und ich sehe, die haben Bentaleb im Mittelfeld und Marco Piazza im Sturm, 2 Ex-Schalker. Da gehen wir auf jeden Fall rein, sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit ein herzliches Willkommen zum letzten Spiel, was wir in dieser Episode selbst spielen werden. Spieltag Nummer 7, wieder ein Heimspiel. Dynamo Dresden empfängt also den SV Werder Bremen. Es gab im Vorfeld 2 Änderungen in der Innenverteidigung. Bassam Ayrawi wollte unbedingt spielen. Dem Wunsch habe ich ihm erfüllt. Er steht heute zusammen mit Smolcic in der Innenverteidigung. Da sind wir also gespannt. Sehen uns in Szene 1 wieder hier gegen die Elf von der Weser. Bremen mit der ersten Möglichkeit und Kevin Broll wunderbar. Und der Ball geht neben den Pfosten. Es war aber der Schuss. Abschluss und Tor. Das 1:0 für Werder Bremen aus der Distanz. Per Schurs ist es, glaube ich, Innenverteidiger. Man versteht sich. Der Innenverteidiger schießt so ein Hammerding. Das war ein stabiler Abschluss von der Strafraumkante. 18 Meter Distanz. Ja, da kann Kevin Broll nichts machen. Er rennt einfach an ihm vorbei, ey. Wieso sehe ich auch schon wieder die Namen nicht? Ich weiß nicht, das Game ist aktuell so verbuggt und lauter Grafikfehler. Sowas nervt einfach nur, dass einfach die Namen unten nicht eingezeigt werden oder dass man manchmal dann nach dem Spiel noch im Menü ist und oben einfach den Spielstand noch sieht. Sowas kannst du dir nicht erlauben. Oh, Gott sei Dank war der nicht drin, ey. Nabil Bentaleb, Junge. Da habt ihr euch ja genau den richtigen Mann geangelt, Werder Bremen. Steuert Dynamo Dresden in eine kleine Krise? Das ist die Frage, die ich mir so langsam stelle. Inzwischen 4 Partien ohne Sieg. Und aktuell sieht sie gegen den Letztplatzierten nicht besser aus. Man liegt 1:0 hinten. Die Bremer haben die komplette Kontrolle über das Spiel. Legen den Ball jetzt nochmal quer. Und Kevin Broll ist einfach ein Monster im Tor. Gibt einen Doppelwechsel. Bakenson auf die 6. Und Smolcic geht runter. Der hat auch gegen Leverkusen echt bescheuert gespielt. Runter für Noah Mbamba. Gibt es jetzt mal die Chance für Meiner mit dem Abschluss. Und auch der geht rüber. Allerdings auch nur, weil der Keeper dran war. Neumann mit der Ecke. Bassam Ayrawi. Gut herausgespielt von den Bremern. 2:0. Die sind einfach stark vorm Tor. Das wird sehr schwer diese Saison. Hier sehen wir es, dieser One-Touch-Football von Werder Bremen. Heilige Scheiße, ist das gut gespielt. Meine Spieler können den nicht so klären. Alter, hartes Einsteigen. Ja, komm, jetzt gib mir mal die Konterchance. Ich habe Ricky J. Jones aufs Feld gebracht, aber von dem Typen fehlt irgendwie jede Spur. Da ist er. Komm, du bist schnell, Kollege. Mach noch einen Anschlusstreffer für mich, bitte. Ricky J. Jones, erstes Tor für Dynamo Dresden. Und vielleicht geht ja jetzt noch was. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Minute das war. Aber ein stabiler Pass in die Spitze. Und Ricky J. Jones mit seinem Tempo nicht aufzuhalten. Ah, 82. Minute. Wird schwierig. Nächster Ball in die Spitze. Wieder für Ricky J. Jones. Und Jones mit dem Ausgleich. In der 90. Minute. Oh, im Mittelfeld war eine Situation, wo es eigentlich ein Foul war. Tyreek Bakenson von hinten reingegrätscht. Es war kein Foul anscheinend. Und dann geht es wieder über die rechte Seite. Und Taferner mit dem Zuckerpass ins Zentrum. Dem ist wunderbarer Ball. Ich weiß, Ricky J. Jones, der ist schnell und erzielt den Ausgleich. Also die Wechsel waren mal wieder on point. Wir holen doch noch einen Punkt zu Hause gegen den SVB. Dank eines sehr starken Markus Taferner. Matthäus Taferner, Entschuldigung. Und natürlich Ricky J. Jones. Ja, 0,6 zu 2,6 erwartete Tore. Aber wir haben 2 Tore gemacht. Also bisher holt mich das Amt als Nationaltrainer von Norwegen nicht so ab. Dresden und Argentinien trennen sich 0:0, ja. Ricky J. Jones will gerne gegen Köln spielen. Und das machen wir auch. Der Typ hat 2 Tore gegen Werder Bremen geschossen. Wir gehen rein in die Schnellsimulation gegen den FC Köln. Mal gucken, was es wird. Und ein Unentschieden. Damit haben wir heute kein Spiel gewonnen. 8 Spiele sind gespielt in der Tabelle und wir sind 13. Das ist ein bisschen traurig, dass wir heute gegen Platz 16, 17 und 18 spielen und aus diesen 3 Spielen nur 3 Punkte holen. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, gerne ein Like oder diesem Video da lassen. Gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Die Abstimmung für die kommende Episode habe ich unten reingepackt, also gerne unten abstimmen. Bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, haut rein. Ciao. Nächster Ball in die Spitze, wieder für Ricky J. Jones und Jones mit dem Ausgleich in der 90. Minute. Oh, im Mittelfeld war eine Situation, wo es
eigentlich ein Foul war. Tyreek.